Die Landesmobilitätsagentur ist eine von der Südtiroler Landesverwaltung abhängige Körperschaft. Sie ist das Herzstück des öffentlichen Personenverkehrs in Südtirol. Hauptanliegen der Agentur ist es, den Bürgern Inhalte zu liefern, sowie Maßnahmen und Tätigkeiten in die Wege zu leiten, damit entsprechend der verfügbaren Infrastrukturen und Ressourcen eine bestmögliche Qualität der Nahverkehrsdienste gewährleistet werden kann. Nur einige Zahlen aus diesem Bereich. In Südtirol gibt es 3200 Fahrten auf unterschiedlichen Strecken und über 150 Linienverbindungen. Die neuen Technologien sind dabei natürlich sehr nützlich. Es gibt nun eine neue Smartphone-App mit allen Fahrplänen und anderen Informationen zum öffentlichen Verkehr. Eine Kuriosität am Rande: Der Einsatz der neuen Computertechniken hat zur Folge, dass etwa 10 Tonnen Papier gespart werden. Unsere Agentur ist wichtig dabei, manches zu unternehmen, um eben zu ermöglichen, dass wir immer mehr und mehr eben die öffentlichen Mittel bzw. öffentlichen Nahverkehr eben beanspruchen und immer mehr und mehr eben unsere Autos auch zu Hause lassen. Und das wird vorbildlich gemacht, meiner Ansicht nach. Und wir haben auch bereits gute Resultate erzielt in den letzten 10 Jahren, wo eben 76% mit dieser Vorgangsweise zufrieden sind, beziehungsweise jährlich immer mehr und mehr vom Auto zum öffentlichen Dienst auch umsteigen. Sie nennt sich Südtirol to go. Es ist die neue App für Smartphones und Tablets, die ab 15. Juni mit dem Inkrafttreten des Sommerfahrplans kostenlos erhältlich ist. Eine kleine, aber überaus wichtige Revolution für all diejenigen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel nicht alle Tage benutzen und sich nicht im Informationswirrwarr verlaufen wollen. Die größten Neuerungen der App sind, dass man adressscharfe Suchen machen kann. Das heißt, man kann von der Haustüre, von der eigenen Adresse zur nächsten Bushaltestelle geführt werden. Das Ganze dann über die verschiedensten öffentlichen Verkehrsmittel zum Ziel gebracht werden kann und eventuell das letzte Stück noch als Fußweg bis zur Zieladresse hingeführt werden kann. Neben der neuen Smartphone-App ist auch ein neues Software vorgestellt worden, welches alle Informationen in digitaler Form liefert. Auch mit dieser Neuheit will die Landesmobilitätsagentur den Bürgern eine immer hochwertigere Dienstleistung bieten. Und die Fahrgäste sind zufrieden. Dies geht aus einer erst kürzlich durchgeführten Befragung hervor. Wir haben 2500 Personen interviewt, Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs. Wir haben sie auf ihre Zufriedenheit befragt und haben festgestellt, dass 70% der Busbenutzer und 60% der Zugbenutzer zufrieden sind mit den angebotenen Diensten im Nahverkehr. Ein Punkt, den wir hervorgehoben haben, ist, dass die Fahrgäste verbesserte Informationen vor Fahrtbeginn zur Verfügung haben möchten. Und dahingehend arbeitet die Landesmobilitätsagentur. Alle weiteren Informationen sind im Internet auffindbar, und zwar unter www.mobilitätsagentur.bz.it.